So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hardware News. Und es sind im Laufe der Woche ein paar News tatsächlich erschienen. Manche davon einfach Bestätigungen von alten Gerüchten, aber manche Sachen sind auch neu. Und dementsprechend im Mai 2021 eine weitere Runde Hardware News hier bei GAX TV. Wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns nach dem Intro. Es gab bereits Gerüchte rund um den X570S-Chipsatz und dieser hat sich nun relativ offiziell bestätigt. Auf Seiten MSI gab es wieder mal ein kleines Leak und zwar, ja, X570S, was bedeutet das überhaupt? Das S steht hier an der Stelle für Silent, denn dieser wird komplett passiv laufen. Wer sich noch so ein bisschen zurückerinnern kann, der eigentliche Launch von X570 war eh übereilt gewesen und der Chipsatz hatte viel zu viel Stromverbrauch. Dementsprechend hat das Ganze damals von AMD einen Lüfter aufgebrummt bekommen, dass das Ganze ja auch vernünftig gekühlt werden kann. Der jetzige Chipsatz X570 verbraucht 11 bis 14 Watt. Im Vergleich dazu B550 entsprechend mit dem neueren Fertigungsprozess etwas sparsamer mit 5 bis 7 Watt, ja, nahezu die Hälfte und entsprechend in nahezu allen Mainboard-Ausstattungen passiv. Jetzt ein paar Monate hinterhergerückt, entsprechend der überarbeitete Chipsatz. Was heißt das Ganze aber für uns im Umkehrschluss? AMD wird nicht einen neuen Chipsatz einführen, wenn dann nicht auch neue CPUs kommen. Und damit wird auch Zen 3 Plus, also Ryzen 5000 XT, entsprechend folgen. Wir haben letztes Mal, als wir von den 3000X-Modellen auf die XT-Modelle gekommen sind, einen Taktanstieg von 100 bis 200 MHz gesehen. Dieses Muster wird AMD wahrscheinlich hier auch mit den 5000X zu XT-Modellen übernehmen. Sprich, wir werden von dem 5600X einen Boosttakt von 4,6 auf 4,7 sehen, beim 5800X zum XT-Modell von 4,7 auf 4,9 und vom 5900X entsprechend von 4,7 auf ebenfalls 4,9. Das wäre so zumindest der lineare Anstieg im Takt. Was ich aber vermute ist, dass wir hier tatsächlich die 5 GHz Marke durchbrechen werden. Einfach als Marketing-Stunt am Ende des Jahres würde Sinn machen, würde sich auf dem Blatt Papier gut machen, wenn AM4, also der Sockel AM4 und mit den 5000 XT CPUs, den letzten Prozessoren, die auf diesem Sockel Platz finden werden, die 5 GHz Marke durchbrechen werden. Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache und ist mit dem PBO derzeit sogar teilweise jetzt schon mit den 5000er CPUs erreichbar. Natürlich nicht in Alltagsszenarien, aber man kann es provozieren und dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass mit einem bisschen Binning und vielleicht ja, einer höheren TDP, denn das ist ja auch noch ein Hebel, den AMD hier nutzen könnte, die 5 GHz Marke durchbrochen wird. Zum Thema B550, X570, wie sieht es im Vergleich mit den älteren Chipsätzen aus, die ja nichtsdestotrotz mit den CPUs laufen? B450 hat einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 5 Watt. Warum laufen die älteren Chipsätze hier an der Stelle effizienter? Das würde ich gar nicht so pauschal formulieren, sondern es ist PCIe 4.0 mit den 500er Chipsätzen hinzugekommen. Dieses Feature verbraucht natürlich deutlich mehr Strom und ist daher nachzuvollziehen, wieso hier X570 als ja, Pioniersarbeit mehr oder weniger für PCIe 4.0 mit einer höheren Leistungsaufnahme gelauncht ist. Ja, dann schwenken wir nochmal ganz kurz aus. X570 bietet insgesamt 24 Lanes, davon kommen insgesamt 20 von der CPU, sprich 16 für die PCIe-Lanes der GPU, 4 Stück für zum Beispiel NVMe-SSDs und 4 weitere über den Chipset-Downlink entsprechend direkt über den Chipsatz. B550 bietet selbst keine PCIe 4.0 Lanes und kann lediglich die der CPU nutzen und hat somit 20 PCIe 4.0 Lanes zur Verfügung. Hier ist übrigens auch ein gleichzeitig geleaktes Bild von dem MSI X570S Carbon. Natürlich wird der neue Chipsatz X570S entsprechend auch die 5000G CPUs, also Cesan APUs, unterstützen. Darunter der 5700, 5600 und 5300G, die jetzt nach und nach immer mehr in den Benchmarks auftauchen. Und ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Letztes Jahr, also 2020, ist der Ryzen 4750G damals im Handel im August angekommen. Also wir können dann grob davon ausgehen, dass es dann im Sommer soweit sein wird mit den APUs. Und wenn wir schon bei Leaks von MSI sind, dann
Ja, ist gestern ein kleines Malheur passiert, und zwar ist die RTX 3080 Ti in deren Datenbank in der Suchleiste aufgetaucht, und ja, damit ist es schon relativ offiziell. Die OVPs sind bereits aufgetaucht und jetzt auch ganz offiziell bei MSI auf deren Webseite. Ist wahrscheinlich schon längst wieder runtergenommen worden, aber ja, damit bestätigen sich die Gerüchte, dass entsprechend von dem 18.05., wo die Karte eigentlich angekündigt werden sollte, das Ganze zum 31.05. diesen Monat noch soweit sein soll, dass die Karte vorgestellt wird, gleichzeitig mit der RTX 3070 Ti, und dann im Juni entsprechend irgendwann mal zum Release kommen soll. Ich bin skeptisch, ob es dann tatsächlich dazu kommen wird, weil der Release wurde jetzt so oft aufgeschoben. Vielleicht macht es Nvidia ein weiteres Mal. Bis jetzt, zumindest von meinen Quellen aus, keine offiziellen Insider-News, außer ja, geplant für Juni. Ja, von AMDs Seite gibt es soweit nicht allzu viel, außer dass die Karten immer noch sehr rar sind. Nichtsdestotrotz gibt es Gerüchte rund um die RX 6600 XT und Non-XT, die entsprechend mit der vorherigen 5700 XT und Non-XT konkurrieren soll, von der Leistung diese überbieten soll. Und von daher vermute ich mal, wenn die RX 6700 XT mit 12 GB, dann wird die 6600 XT entsprechend mit 8 GB GDDR6 im Bereich 1080p eine sehr adäquate Lösung darstellen. Und auf Seiten Nvidias ist natürlich immer mehr rund um die RTX 3050 Ti, 3050 aufgetaucht. Vor allem im Laptop-Bereich ist der Name bereits stark vertreten. Genauso wie die Intel Tiger Lake H-CPUs. Man kann sich vor den Dingern nicht verstecken. Sehr, sehr viel Marketing, gerade ja, im Laptop-Markt. Ursprünglich mit maximal 4 Kernen gelauncht, hat Tiger Lake jetzt entsprechend auch 6 und 8 Kerne im Laptop-Segment spendiert bekommen. Ist spannend, weil AMD ja da natürlich schon längst sitzt und mit den Ryzen 5000H und 5000U-Prozessoren entsprechend die etwas sparsameren Chips. Zu dem Thema Laptop-CPUs und auf welche Geräte ihr 2021 setzen solltet, werde ich ein, zwei Videos jetzt die Tage hochladen. Dazu habe ich erstens ein sehr, sehr interessantes Notebook da, tatsächlich von Intel, und werde entsprechend auch die i7, i5 Modelle so ein bisschen beleuchten, vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und ob ihr nicht vielleicht doch auf die AMD-Geräte setzen sollte. Also wenn euch das Thema mobile Laptop-Geräte interessiert, ja, freut euch auf den Content. Wer den gestrigen Stream nicht gesehen haben sollte, HTC hat die Vive Pro 2 und Focus 3 auf den Markt gebracht, entsprechend mit 5K und 120 Hertz einen neuen Standard gesetzt. Ob es tatsächlich eine notwendige Neuerung war, sei mal dahingestellt, und mit 799 € definitiv ja, kein Einstiegsprodukt. Also wenn euch das Thema VR interessiert, schaut euch den Stream an. Ich habe ihn ein bisschen runtergeschnitten, dass er nicht ganz so lang ist und lediglich die Kerninformationen im Fokus hat. Intel Notebook CPUs sind vielleicht nicht so spannend für euch, aber Intel Alder Lake S, ja, soll 2021 mit DDR5, PCIe 5.0 und entsprechend endlich dem neuen Fertigungsprozess von Intel kommen. Und jetzt haben wir auch für den Anfang der Q4, also im November 2021, einen Zeitraum, in dem das Ganze dann veröffentlicht werden soll. Also November 2021, wenn ihr plant, ein neues System aufzubauen mit den gesamten neuen Features, dann ist genau das der Zeitraum, den ihr euch im Kalender einkringeln solltet. Was die genauen Spezifikationen der Alder Lake CPUs angeht, könnt ihr euch gerne die letzte Hardware News Folge anschauen. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass nächste Woche am Dienstag die Google I.O. ist. Also die Keynote werde ich natürlich für euch streamen, also am 18.05. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch einschaltet. Also ja, das war's soweit zu der heutigen Folge Hardware News. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet hattet, und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, Gaming Fitness, that's your see on GaxTV. Ach so, und by the way, sorry für die ganzen Schnitte. Es sind gerade ein paar Handwerksarbeiten hier zu Hause. Ja, am Gange. Entsprechend musste ich immer mal wieder ein bisschen pausieren. Ich hoffe, das Video ist trotzdem was geworden. Ja, bis zum nächsten Mal.